In diesem Video werden wir uns neue Schiebestöcke machen, plus einen speziellen Schiebestock. Willkommen wieder bei WoE, World of Electronics, dem Elektronik- und Bastelkanal auf YouTube. Ich bin der Urs und im letzten Video hat es mir ja den Schiebestock da zerdeppert. Und zer war die Maschine, deppert war ich. Ist ja nicht das beste Material dafür, das ist da so Spanplattenzeugs. Die Form, die war prinzipiell nicht schlecht. Da hatte ich noch einen, den konnte ich so aufrecht halten um was. Und der hatte da hinten einen Zahn, der ist jetzt aber auch abgebrochen. Den machen wir auch neu. Und das Material da, das ist nichts. Also da Spanplatte könnt ihr vergessen. Ich habe da ein Stück Buche rumliegen. Wir werden das aus Buche machen und dann müssen wir auch nicht Angst haben, dass das klappt oder nicht. Jetzt schneiden wir da mal das Buche zu.
einfach, baut ihr euch die Schiebestöcke für die Tischkreissäge selber. Und denkt daran, macht nicht denselben Fehler wie ich. Nehmt da Hartholz, dass es auch ein bisschen standhält und die da ein bisschen was ertragen und da auch nicht gleich brechen. Ich würde sie nicht allzu schön machen, ich habe sie jetzt bloß ein bisschen gebeizt, das ist eine Sache von 2 Minuten, die Beize hatte ich noch rumliegen und habe da schnell mein Logo eingebrannt, das ist aber bloß, weil ihr sie auf dem Video sehen könnt, deswegen sind die ein bisschen schöner. Würde ich keine Videos machen, werden die einfach bloß ausgeschnitten und geschliffen und gut ist. Jetzt hoffe ich, das Video von den Schiebestöcken oder wie einfach man sich Schiebestöcke machen kann, hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich wie immer über den Daumen nach oben freuen. Wer mich noch nicht abonniert hat, abonnieren kann man mich da im Eck. Und da kommen jetzt gleich die nächsten Videos. Jetzt sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Euer Urs.